Jo, danke. Vielen Dank. Ja, schön, dass es so ein breites Bündnis geworden ist. Freut mich sehr, denn meistens kämpfen die Initiativen doch für sich allein. Ich bin vom Mediaspiel Senken, alle wissen Bescheid, nehme ich an, der Bürgerentscheid vor 5 Jahren. Da ging es um Partizipation bei der Stadtentwicklung an der Spree. Wir kommen jetzt hier zu einem Grundstück, Kufri Brache, nennt sich das. Brache steht ja für kommerziell nicht ausgebeutetes Gelände, kommt aus der Landwirtschaft. Also die Kufri Brache ist hier, da waren früher Vorratsspeicher vom Senat, jetzt abgerissen, das Jahr war da, wurde auch vertrieben. Jetzt autonom, sage ich mal, genutzt von Menschen, die sich da angesiedelt haben. Geplant ist dort ein Neubauvorhaben mit 250 Wohnungen, hochpreisig natürlich, die den Mietspiegel weiter in die Höhe treiben. Würden sie gebaut werden, aber die werden nicht gebaut werden. Genauso wie das Grubenheim, der dort nicht gekommen ist. Das wurde erfolgreich verhindert und genauso wird auch dieses Neubauvorhaben dort verhindert. Wir haben auch Alternativvorschläge für das Grundstück, genauso für das Grundstück in Treptow, wo Acomex bauen will. Auch das wird verhindert werden. Dort planen wir eine Flachwasserzone und ein renaturiertes Ufer an der Spree. Genauso hier in der Kubikrache ein Bürgerpark. Genau. Und was ich noch sagen will ist, uns wird immer vorgehalten, wir werden Fundamentalisten, wir werden gegen alles Neue, wir wollten keine Veränderung. Das ist totaler Quatsch. Wer keine Veränderung will, ist der Senat. Der Senat plant seit dem letzten Jahrhundert dieselbe Scheiße und bewegt sich keinen Millimeter vom Fleck. Das muss wirklich mal gesagt werden. Wir sind für Veränderung, wir sind für eine neue Stadtpolitik, für einen Paradigmenwechsel in der Politik vom Senat. Das ist unser Ansatz, denn das, was hier geplant wird, finden wir alle scheiße. Wir wissen, wo es hinführt. Wir wollen keine Verhältnisse wie in London und Paris. Wir wollen unsere Stadt so behalten, wie sie ist, so liebenswert und, wenn es geht, noch besser. Danke.